Jetzt geht's los. Anlauf wird präsentiert von der Heimatkrankenkasse. Ja, es war ein sehr, sehr schweres Spiel, würde ich sagen. Ich würde sagen, in der ersten Halbzeit waren wir auch klar die bessere Mannschaft. Ja, die Heidenheimer bekommen dann eine Standardsituation, die wir auch wo wir uns schon gefürchtet haben, weil wir halt wissen, dass sie gefährlich sind. Ja, die ist leider reingegangen, aber trotz dessen haben wir weitergemacht. Wir bekommen dann trotzdem in der zweiten Halbzeit das 2-0, haben uns aber nicht aufgegeben und ich würde sagen, ja, am Ende noch belohnt, Charakter gezeigt und ja, das 2-2 noch gerissen. Ein sehr wichtiger Punkt. Wenn man die Tabelle sich angeschaut hat, würde ich sagen, ja, konnte man sich auf jeden Fall anschauen und ja, wie gesagt, ein sehr wichtiger Punkt und wir sind sehr glücklich, dass wir den Punkt geholt haben. Meine persönliche Entwicklung, ja, das ist eine gute Frage. Es ist nicht immer einfach für einen, sag ich mal, jüngeren Spieler, wenn man halt mal außen vor ist und dann mal wieder dabei ist. Aber ich würde sagen, man soll sich einfach nicht so viel Kopf machen. Man muss einfach weitermachen, weiter trainieren und irgendwann wird man belohnt. Und ja, deswegen einfach weitermachen. Ich denke, dass ich es ganz gut mache. Ich gehe sehr gerne essen und ja, dann gehen wir halt mal ins Restaurant oder wir gehen ins Café oder mal ins Kino, ja, je nachdem. Aber ich bin natürlich auch sehr oft beim Fitness in meiner Freizeit. Selber kochen, ich wohne noch zu Hause, wenn mit meiner Mutter kochen, aber ja, ich bin halt, wie gesagt, wir haben halt oft Training und dann geht man einfach mit Mannschaftskollegen, also ich gehe mit Leo dann halt noch mit meinen Freunden halt gehen wir zusammen essen und ja, das ergibt sich dann einfach so. Ja, in der Defensive bin ich jetzt nicht so gut, gewinne trotzdem halt die Spiele, da ich, ich spiele sehr gerne Doppelpässe im vorderen Bereich, im offensiven Bereich und ja, da die Gegner dann halt immer mit den Innenverteidigern rauskommen, ist es halt dann für mich immer einfach, die Tore zu erzielen. Und ja, ich würde auf jeden Fall dann noch einen Trick, würde ich auf jeden Fall mit Neymar spielen. Das ist schon mal safe. Also auf jeden Fall Paris nehmen. Und ja, so genaue Tricks habe ich da jetzt nicht wirklich, aber ja, das sind so die Dinge, die zwei Dinge, wo ich sagen würde, okay, da könnte man schon einen Gegner schlagen. Das ist ein sehr guter Gegner, würde ich sagen. Das sieht man auch in der Tabelle. Die stehen nicht umsonst da oben. Aber ja, wir sind auch nicht umsonst da, wo wir jetzt sind. Und ja, es wird auf jeden Fall ein spannendes Spiel und da freuen wir uns schon drauf. Auf jeden Fall das umsetzen, was der Trainer uns von uns verlangt. Und ja, die Chancen, die wir haben, müssen wir nutzen. Es wird sehr darauf ankommen, weil Nürnberg, wie gesagt, auch ein sehr guter Gegner ist. Und da müssen wir halt einfach 100% geben und ja, dann werden wir die drei Punkte wahrscheinlich holen.